mein Kumpel Edwin Schade, den ich eigentlich jeden Sonntag bei Lieder für den Frieden treffe, hat mich eingeladen und gesagt, du musst mal unbedingt vorbeikommen und dir dieses stattliche Pflänzchen mal ansehen. Ist ein richtig kleiner Wald geworden. Wenn man von der Birnenallee kommend an Willis Schafshalle vorbeifährt, kann man auch so diesen, ja, es ist fast schon einen mächtigen Baum erkennen. Da unten steht übrigens der Berthold mit seinem Schäferhund. Er ist übrigens einer der vielseitigsten Musiker, die ich kenne. Sein Alphorn hat er sich selbst gebaut, das ist schon eine größere Sache. Hat er 2 Jahre dafür gebraucht und ich habe mal im Internet gesehen, wie so ein Ding gefertigt wird, also so eine Leistung, was der da macht. Ja, und dann spielt er auch noch, weiß nicht, wie es richtig heißt, Ziehharmonika und ja, ich glaube Gitarre und verschiedenste Blasinstrumente. Also der ist wirklich sowas von vielseitig, ist schon beachtlich, das Ganze. Er hat auch lange Jahre als Schiffsoffizier gearbeitet und hat hier, ja, etliche Weltmeere befahren. Also ein richtig abenteuerlicher Typ. Ja, das ist Bertholds Banane im Jahr 2023, also schon fast ein kleiner Wald. Wir sind hier nicht in den Tropen oder irgendwo am Äquator, nein, das ist hier Biebesheim und da wächst auch so eine stattliche Pflanze. So, jetzt haben wir das gute Stück mal von unten. Also, ich habe die ja schon ein paar Mal gefilmt, aber so mächtig wie jetzt, so irre. Bin ich durch mal. Ja, oh, da sind sie wieder. Da sind die Bananen wieder dran. Ja. Ich habe ja. Hat vom letzten Winter nur 6 Stämme durchbekommen. Ja. Die anderen sind alle erfroren. Und darum, man lernt ja dazu im Laufe der Jahre. Wäre ich in Zukunft, wäre ich das nur noch auf die Höhe da, 1 Meter ungefähr, kürzen. Ach, du wirst gar nicht mehr ganz runterschneiden? Ne, habe ich nie gemacht. Ich habe hier immer die Stämme ganz oben gelassen. Ach so. Ja, ich habe sie immer hochgelassen. Aber dann sind sie trotzdem, braucht nur mal eine Woche Frost zu sein und dann sind sie das gefroren.
Also ich war zufällig. Trotz Einpackung. Zufällig ja. bei der Edith. Ja. Und ob die auf und deine erzählt. Ja. Und die sagt, die macht es halt so, schneidet sie ganz runter ja. und macht einen Grünschnitt drüber. Ja. Kann man machen. Aber gut ist, wenn man die Stämme lässt, weil sonst hätte ich die Blüte ja nicht. Mhm. Die Blüte mit der Banane dran. Ja, schon mächtig, was es da gibt. Ich meine, die Edith auch andere als die da. Ja, kann sein, kann sein. Die so niedrig wachsende. Ja, ja. Ja. Du hast hier jetzt schon ein paar schöne Jahre. Ja. Naja, mittlerweile dürfte es 15 Jahre sein. Du planst dann für den Winter? Das ist so das Dero, das kommt automatisch eh wieder. Ja, ja. Das schneide ich also mindestens so tief ab. Mhm. Und die dicke Stämme, mit dem rechne ich dann im neuen Jahr mit einer Frucht dran. Mhm. Den schneide ich dann auf 1 Meter. Und wenn es dann April ist, schieße die unheimlich schnell wieder hoch. Das habe ich festgestellt. Hä, hey, ich habe ja wenn. Weil auf der Seite hier, ne, die waren alle erfroren. Es war nur die Seite, wo intakt war. 6 Stämmchen nur. Ich meine, ich habe ja immer mal so geguckt, wenn ich hochgeflogen bin. Ja. Beziehungsweise, also du gehst hier rum, du kannst ein bisschen rüberlunsen. Ja. Ich bin selber überrascht, dass das mal so mächtig steil geworden ist. Ja, ja. Naja, da war im Mai noch nicht dran zu denken, dass das dies Jahr so wird. Weil im Mai war ja noch so kalt. Ja, ja, ja. Ja, du sagst dann so. Und dann ist es warm geworden und zack, schießt die wie. Und hast du quasi, wenn du da die Kamera auf Stativ gestellt hast, ja, hast du das beinahe. Zeitraffer machen können. Ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Hast du zugucken können, wie sie ja. Und sie ist ja jetzt noch im Wachstum. Guck, da kommt schon wieder ein neues Blatt. Mhm. Ja. Aber dieses Jahr mache ich ja, ich hatte ja immer das Heu und das Stroh vom Willi. Ja, ja. Das mache ich nicht mehr. Ja? Nee, ich werfe so Blätter. Mhm. Wie gesagt, schneide sie nur noch auf die Höhe. Ja. Dann werfe ich so Blätter neu als Schutz. Also für ohne dann, dann? Und dann die Folie drüber. Ja. Ja. Es war ja, wie der so verfroren war, das waren ja nur ein paar Tage im. Nein, im Dezember, also ja. letztes Jahr. Im Januar, Februar war ja nichts. War es wieder warm. Ja, genau. Aber im Dezember war es so kalt und da ist ja. das alles matsch geworden. Das ist ja beim Jürgen, ne? Der hat ja auch die Bananen, mit dem hat schon mal geschwätzt, Gogol. Ah ja, der, ja. Ja, ja, stimmt. Der hat ja, ja. Und da sagt er, haben wir geschwätzt, haben uns im Zeitungsleiter beim John getroffen und da sagt er, ob ich noch Stämme hätte. Ja. Ich weiß, ich habe noch 8 Stück, aber 2 Stück sind gar nicht mehr gekommen. Die Aha. Bananen matsch dann. Ja. Aber die anderen 6 konnte ich durchbringen. Und darum ist sie auch eine arme Frucht drauf. Weil du gerade sagst, Stimme. Das ist schon gewaltig. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Überhaupt, wenn du, wie gesagt, hier drinnen, ne, da sind ja die alten Stämme. Mhm. Die habe ich ja, ich habe es jetzt noch gar nicht gemessen, was die für einen Durchmesser haben, aber ja, 40, ja, ja. 50 Zentimeter. Ach, das sieht ja irre aus, so. Wahnsinn. Wahnsinn. Das hoffst du jetzt nicht? Ja, ich hatte schon mal gehabt, dass die älteren Stämme da, die jetzt so mittig sind, ja. dass die im Spätjahr noch eine Blüte gemacht haben, weil ja. es dann nicht mehr entwickelt. Hm. Weil den ganzen Stamm nach der Blüte musst du den hier wegmachen. Ja. Weil da kommt dann nichts mehr. Ne? Der ist dann, der hat seine Schuldigkeit getan, der hat seine Blüte, seine Frucht und dann geht er hier kaputt. Ja. Absolut irre. Ja. Edwin, ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne. Und ja. werde das jetzt zusammenschnibbeln. Ja. Also es ist immer wieder schön, mit dir da zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen, du für nur Sprachlosigkeit du erzeugst. Guck mal hier drauf. Es kommt noch der Modemensch dazu. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Bananenhemden. Es gibt alles, ja. Ist ja Bahn. Ey, du bist ja vom Fach, gell, du? Ja, ja. Oh, ja, wenn du das empfiehlst, wer soll das sonst finden? Genau. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund. Und tschüss.